herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Resident Evil 4. Ja, wir sind in Kapitel 2 mit dem guten Leon. Wir haben Louis getroffen. Der ist aber jetzt irgendwo, keine Ahnung wo, hat uns Schlüssel gegeben, ist abgehauen. Wir haben aber auch so einen großen getroffen hier. Das wird wahrscheinlich so eine Art Bürgermeister sein hier oder sowas. Oder Boss oder Chef oder Stadtrat. Ich habe keine Ahnung. Zumindest ist er riesig und hat uns mit einer Wucht gleich durch die Wand geschmissen. Okay, das ist so eine, wie nennt man das, Aussparung. Da stecken wir was rein. Ansonsten ist hier alles Trümmer. Wo bin ich? Im Urlaub. Karibik. Oh, da ist eine Komm, sei lieb und lass deinen Kopf platzen. Okay. Hier kommt nichts mehr. Und wahrscheinlich muss ich die Leiter nehmen. Oha, wir schießen da von außen Nägel gegen. Oh, ich höre schon wieder welche. Okay. Geht doch. Nice. Ich glaube, ich möchte mich irgendwo verbarrikadieren. Okay. Noch mehr oder war es das? Irgendwo atmet hier noch einer. Aber wo? Ach, da oben. Geht doch. Aber die ist noch nicht so viel Munition. Da hinten ist auch noch einer. Oh, der geht ohne Kopf weiter. Aber da gibt es ja einige von in der Welt, ne? Also von daher ist das jetzt nichts Überraschendes. Nur hier ist es deutlich sichtbarer. Da weiß man gleich, okay, der läuft ohne Kopf durch die Gegend, den kann man direkt aus dem Weg gehen. Im echten Leben geht das leider nicht. Da erkennt man das meistens erst, wenn man mit den zwei, drei Worte gewechselt hat. Man denkt sich so, halt die Fresse, geh weiter. Ich höre aber immer noch einen. Ich dachte, ich habe jetzt hier voll den miesen Platz erwischt und kann hier alles, was hier ist, weghauen. War wahrscheinlich auch der Sinn vom Spiel. Und jetzt denke ich, ich bin sicher. Auch wenn ich noch einen höre. Springe dann runter. Und dann werde ich fertig gemacht. Oh ne. Oh fuck. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Wer schmeißt hier mit Dynamit, Alter? Oh. Ich hab den Ring, ich wollte auch ausweichen.
ein bisschen Bammel, dass hier gleich so eine Dynamitstange reingeflogen kommt. Oh, ich höre schon wieder Dynamit. Oh. Okay, der wirft auf jeden Fall da von rechts irgendwo. Aber ich kann ihn nicht sehen von hier. Oh, er ist Silver Spray. Prima. Bisschen Feigling, feige mache ich das jetzt, aber okay. Oh, oh nein. Oh, ich höre aber immer noch welche. Alter, ich habe gefühlt 30 Pakete Munition aufgehoben. Oh, das war windig. Ich dachte, da kommt schon wieder so ein Dicker. Eigentlich hat das Spiel das wahrscheinlich nicht so vorgesehen, dass ich so kämpfe. Ist mir aber egal, was das Spiel will. Aus dem Weg. Genau. Hauptsache, mir schmeißt hier keiner so ein Dynamitding ins Fenster, Alter. Oh, Blendgranate. Oh, ich wüsste so gern, von wo er schmeißt. Ey, von wo schmeißt er denn? Hey. Fuck. Hä? Von wo?
Ach, da! Oder war der das jetzt nicht? Also ich höre es jetzt nicht mehr zischen. Das scheint es fast gewesen zu sein. Ich habe den gar nicht gesehen da auf seinem Dach, den Penner. Und er schmeißt da feuchtfröhlich eine Bombe nach der anderen auf uns. Da liegt noch Geld. Ich weiß nicht, ob hier auch noch was gelegen hat, aber da war nichts. Aber hier unten drin ist noch was. Die hat wahrscheinlich unser Kollege weggehauen. Kleiner Schlüssel. Aha. Der macht, genau, wo ist er? Da. Kleiner Schlüssel, ein einfacher kleiner Schlüssel kann nur einmal verwendet werden. Okay. Ich vermute, für was er ist. Ich gehe mal davon aus, dass er für die Schubladen ist. So, ich wollte aber gerne oben nochmal gucken. Junge. Wir haben nicht ein Fass kaputt gemacht, ne? Dafür einen Arsch voll Munition wieder verknallt. Munition wird jetzt noch weniger, glaube ich. Jetzt finden wir nicht mehr 10 oder 12 Kugeln, sondern nur noch 5. Alter, guck mal, wie weit das da runter geht. Wer ist denn so bekloppt und läuft hier drauf rum? Ja gut, wir jetzt, aber ich meine allgemein. So, Schießpulver. Wir können auf jeden Fall bei Bedarf wieder Munition machen. Müssen wir hier lang oder was? Oh. Mucho! Wo kommt der denn her? Habe ich mich jetzt erschrocken? Au, du blöde Kuh. Es nimmt kein Ende. Stirb endlich. Gott, da oben sind noch mehr, Alter. Bleib tot, Junge. Danke. Okay. Ich glaube, wir müssen gleich mal wieder ein Ei futtern. Oh, da ist wieder einer. Mit Dynamit. Warte, wir sind schneller. Hauptsache, sein Dynamitkolben geht noch hoch. Oh, nee. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo habe ich gerade schon wieder so eine Tante gehört.
Oh. Oh, da kommen die. Kann ich abhauen? Wir haben mir doch so ziemlich alles geholt, oder? Hilfe! Oh, die kommen hinterher. Hilfe! Okay. Oh. Da kommen ja endlos Typis irgendwie. So, wir speichern nochmal. Den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja? Oh, was ist denn das, meine Kaka? Oh, schön. So, der kommt hier rein, ne? Nö. Ach so. Und umdrehen. Warte. Müsste passen jetzt. Ah. Wer denkt sich sowas aus hier, Alter? Okay. Dann machen wir mal die kleine Tür auf. Da ist... Warte mal, wollen wir einen kleinen Schlüssel testen? Sieh dich um. Dir fällt mit Sicherheit was ins... Ja, gleich. So, hier können wir jetzt... Guck mal, der ist Tatsache für die Schublade. Elegante Maske. Die können wir auch wieder kombinieren, ne? Guck mal. Jetzt ist er schon 13.200 wert. Obwohl sie bislang nur einen Wert von 12.000 eingesetzt hat. Kombi-Bonus. So, hier ist wieder jede Menge Gerümpel. Oh, da steht einer. Ich weiß nicht, ob wir den kriegen. Wir müssen leise sein. Jetzt haut er noch ab, der Penner. Bleib hier. Hier sieht er uns bestimmt. Nein, nicht. Komm her. Oh Gott. Wir stehen jetzt nicht so klug. Och, der rennt jetzt die ganze Zeit hin und her, der Penner. Überraschung. Okay. Er ist mächtig überrascht. Okay, von den kleinen Messern haben wir jetzt keine mehr. Sorry, keine Absicht. Mit allen Mitteln. Ich will immer Munition sparen. Deshalb denke ich immer, dass es dann doch klug ist, vielleicht ab und zu das Messer zu benutzen, auch wenn wir davon nicht so viele haben. Oh, guck mal, was wir hier wieder haben. Ein grünes Krötchen. Sparen wir uns das, oder? Sonst erhöht sich aber auch nie unser Dings, ne? Egal, wir lassen es erstmal so. Ich gehe mal hier kurz lang. Ich gucke mal, was hier ist. Rohstoffe. Ach, das ist die Größe. Es kommt immer auf die Größe an.
Das ist dann Rohstoff L und das ist S. Also Small und Large, ne? So, okay, wir haben keine Gewehrmunition mehr. Das hätten wir mal an Aufbewahrung. Soll dieses Objekt an die Aufbewahrung im Schreibmaschinenmenü gesendet werden? Ja. Das ist ja geil. Das ist cool gemacht. Achso, wohin damit? Wie ist das mit dem Herstellen? Kann ich jetzt auch Gewehr... Oh, MP-Munition geht auch. 7-mal kann ich das herstellen, wenn ich... Okay. Wollen wir das mal machen? Komm, ich stelle mal welche her. Zack. Weil... Das ist die einzige Munition, die wir nicht mehr haben. Schrotflinte und Pistole haben wir eigentlich gut. Guck, und hier ist schon wieder was. Noch ein Küchenmesser gefunden. Hier ist noch ein Saphir, den können wir in die Maske einsetzen. Und dann ist das auch schon mal weg. Zack. Jetzt hat die einen Wert von 19.200. Die Maske selber eigentlich 5.000 plus 8 macht dann 13.000 plus 3 sind 16.000 eigentlich. Aber 3.200 kriegen wir Bonus, weil wir sie kombiniert haben. Wir haben's drauf. Gut. Geht aber gut ab hier, ne? Also so monstermäßig geht's hier gut ab. Also da kommen ja echt viele. Dafür, dass wir erst in Kapitel 2 sind, meine ich. Da ist eine Bärenfalle. Was ist hier? Gar nichts. Okay. Alle Klärchen. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Hier sitzen wieder Raben. Ich knall die jetzt mal nicht ab. Bis jetzt habe ich nur so ein paar... ein bisschen Geld dafür gekriegt, aber... Da ist... Irgendwas. Irgendwas rattert hier schon wieder. Wahrscheinlich ist hier wieder so eine Puppe. Ich höre, dass die... Ich weiß nicht, ob ihr das auch wahrnehmen könnt. Hier sind viele Raben. Eine Handgranate. Okay. Sieht aus wie so ein kleiner Ritualplatz hier. Irgendwas habe ich gerade wieder atmen hören. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Und da ist der. 2 von 16. Habe ich doch gesagt, ich höre den irgendwie. So, hier ist wieder Bärenfalle. Und irgendwas höre ich hier böse atmen. Aber was? Das fällt doch da wieder rein. Kann ich diesen Balken da vielleicht? Oh, scheiß Idee. Wo denn? Ich höre eine Kettensäge wahrscheinlich. Ah! Hallo? Oh fuck. Das wird laut. Boah. Fuck.
Weh, du stehst wieder auf. Der schluckt aber ordentlich, ne? Ein Smaragd. Eben gerade habe ich noch so gejubelt, dass wir so viel Munition haben und jetzt ist schon wieder fast alles für den Arsch. 15 Kugeln Schrot hatten wir. Also 5 im Lauf und 16, glaube ich, so. Gut. Oh. Ach guck, jetzt ist die Perk. Ah. Also wenn sie da reingefallen wäre, wir hätten das auch so lassen können. Aber wenn sie ins Wasser gefallen wäre, dann wäre sie wieder verschmutzt gewesen wahrscheinlich. Gut, sonst gab es hier ja nichts, ne? Hier ist nur dieser Opferplatz. Da ist wieder Spaghetti. Und hier ist wieder alles tot. Okay. Meine Fresse. Diese verschissenen Bären fallen hier. Okay, jetzt bin ich aber... Ach nee, gar nicht. Wir haben noch alles im Blut hier. Packen das trotzdem mal hier hin. So. So. Die Kiste muss immer so da ist ein Dings. Hier. Da hätten wir ihn vielleicht reinlaufen lassen können, oder? Aber gut. Alter, hier ist alles irgendwie mit Totenköpfe und... Weiß ich nicht. Bevor wir da reingehen, gucken wir erstmal hier. Ich höre hier auf jeden Fall schon wieder Dinge. Seidenkristall. Hier ist Bärenfallen. Okay. Jetzt die Frage. Kommen wir von hier rein? Oder von vorne? Okay. Ich guck mal, ob wir von der anderen Seite auch reinkommen. Vermutlich nicht. Hiermit will das Spiel uns wahrscheinlich zwingen, hier lang zu gehen. Weil nicht jeder so suchbegeistert ist wie ich. Aber siehst du, hier ist zu. Geht nicht auf. Oder vermutlich, was heißt nicht so suchbegeistert? Die ersten versuchen wahrscheinlich direkt in die Tür zu kommen. Aber ich suche ja immer erst noch drumherum. Okay, da zeigt er mir auf jeden Fall Schätze. Gab es da hinten auch noch welche? Da ist auch noch einer? Da ist noch ein Schatz. Damit müssen wir jetzt aber mal gucken. Oh, 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 fast. Fast. Hier ist noch ein Schatz. Okay, irgendwas hört man. Alter, da. Aha. Mann, gut, haben wir eine Karte. Da, dann haben wir den auch. Prima. Wir gehen rein ins Haus. Ich habe keine Ahnung, wem das Haus hier gehört. Aber ich glaube, egal wem es gehört, niemand hat es gerne, wenn da irgendjemand in deinem Haus rumschleicht. Deshalb stelle ich mich jetzt einfach mal auf ein paar Probleme ein. Oh, hier sind die Mäntel aber heile. Das heißt, der lebt hier. Er. Da stopft Tabak. Der lebt hier wohl eher. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören.
Ich, es tut mir voll leid. Ich wäre jetzt auch sehr sauer, wenn ich hier beim es tut mir leid. Wenn ich hier beim... Alter, was scheißen die denn da? Oh mein Gott. Sorry. Tut mir leid. Ich hätte da nicht reingehen sollen. Ich hätte klopfen sollen wahrscheinlich vorher. Das wollte ich nicht. Wollte das wirklich nicht. Keiner will... Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Der lebt hier wirklich gut. Da ist wieder ein Hase, wo ich erst dachte, das ist ein Affe. Ja, ein Ei würde ich bestimmt mitnehmen von hier. Okay, hier sind alles Bücher wieder. Ein paar Konserven stehen hier rum. Da ist es noch richtig, das ist bestimmt noch topfrisch. Auch da die Wand, das schimmelt alles schon, das ist doch... Boah. Das will doch niemand. So, hier ist wieder ein kleiner Schlüssel. Schön. Oh Gott, ey. Alte Fotos. Und jetzt, ich kann hier aber nichts machen, oder? Da sehe ich den See. Ja, cool, das ist vielleicht aus Zeiten, wo das Dorf noch okay war, ne? Da unten, der hat irgendwas in der Hand. Ich weiß, ob es eine Schaufel ist oder eine Mistgabel. Das ist ein bisschen schwer erkennbar. Den See kann ich gut erkennen. Aber den Rest halt nicht. Hier sind überall diese Zeichen. Wo auch immer sie für gut sein sollen. Oh, mal wieder ein Zehner gefunden. So, hier ist auch wieder was. Da sind die Gesichter rausgekratzt. Familienfoto. Endlich Fleisch unseres Fleisches. Nee, endlich. Fleisch unseres Fleisches. Blut unseres Blutes. Danket unserem Herrn. Okay, aber das, warum sind die Gesichter zerkratzt? Familienfoto. Sind zwei Leute drauf. Gut, das ist auch eine Familie. Ne? Zwei, auch einer. Ist, kann, ja. Kann für sich selber eine Familie sein. Ein Telefon gibt es hier auch. Okay. Eine Handgranate, die liegt ja einfach so im alten Schrank rum. Aber gut, der Schrank ist auch alt, der kommt wahrscheinlich selber noch aus dem Krieg. Hier liegt noch 1000 Peseten rum. Hier gibt es einen Code. Okay. Hier sind Bilder, da ist eine Kuh, die gerade einen Wagen zieht. Das ist wahrscheinlich die Kirche. Da ist ein Fenster. Und der Schrank ist verschlossen. Das heißt, wir müssen irgendwas aus diesem Schrank bekommen. Aber ich kann noch nicht sagen, was. Hier sind die meisten Bilder mit diesem... Ja, Teil da übersät. Und sonst ist hier unten auch nichts. Gehen wir hoch, oder? Oh mein Gott. Okay. Hier ist wieder dieses Bild mit den ganzen Segelbooten, aber in groß. Hier ist ein Kraut und eine Schreibmaschine. Die kommt wie gerufen. Das kann ich jetzt nicht auf zwei Grüne machen, ne? Nee. Aber da kann ich es hinmachen. Wir holen das Ei hier runter. Da. Und dann würde ich sagen, speichern wir nochmal. Und dann werden wir die Folge nochmal beenden. Ich weiß nicht, wem das Haus hier gehört. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Aber wir werden es wahrscheinlich herausfinden, wem es gehört. Gut, Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen direkt wieder.
Ciao, ciao.